Wir übernehmen meinen Herzensverein, den ersten FC Köln, haben uns dann direkt auch als Coach erstellt, haben dann den ersten FC Köln, allerdings natürlich mit der Änderung, und das habt ihr vielleicht im Titel auch schon gesehen, dass wir als Zweitligist, also als Bundesliga-Absteiger, den FC zum Champions-League-Sieg führen. Heißt auch, nach jetzt mittlerweile abgeschlossener Relegation, die ja auf spektakuläre Art und Weise doch an das Bundesliga-Team geht, aus Bochum nach 3-0 Heimniederlage im Hinspiel, 3-0 auswärts gewonnen und dann im Elfmeterschießen, ersetzen wir den ersten FC Köln durch Aufsteiger Holstein Kiel und eben den SV Darmstadt gegen den ersten FC St. Pauli. Nichtsdestotrotz, zweite Liga der FC, und da haben wir einiges zu tun. Das Ganze gibt's für euch gleich nach dem Intro, das hier jetzt gleich zu Ende ist. Wenn es euch gefällt, dieses Video, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Danke für den krassen Support auf der Train to Glory am Montag mit Winzer Company. Seht ihr vielleicht auch nochmal über die Infokarte. Also ihr habt komplett rasiert das zuletzt beste Video, was Aufrufe angeht. Also Kuss geht raus, hier auf fleißig kommentieren, gerne auch für den Algorithmus, was passiert beim FC mit der Transfersperre im nächsten Jahr, die wir hier wahrscheinlich nicht anhalten werden. Ich muss mal schauen. Vielleicht machen wir es mit der Transfersperre. Wir gucken einfach mal. Aber mein geliebter Club ist nur noch in der Zweitklassigkeit. Kommt vielleicht auch nicht direkt wieder hoch, denn die zweite Liga ist brutal. Aber ich freue mich auch drauf, denn richtig geile Mannschaften. Aber jetzt erstmal für euch, um nichts mehr zu verpassen, kostenlos abonnieren. Die Facecam verschwindet. Wir starten rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hier ist dann also die Trainervorstellung. Lechers übernimmt den ersten FC Köln. Transfersperre machen wir nicht nach. Heißt, wir dürfen von vornherein direkt richtig dick einkaufen. Denn auch wenn diese Mannschaft in Bestbesetzung wie folgt aussieht, kann die sich definitiv sehen lassen. Es gibt aber 7 Ausstiegsklauseln. Eine davon von Julian Jeff Chabot, der mittlerweile den FC offiziell schon verlässt. Justin Deal, ablösefrei auch zum VfB Stuttgart. Also 2 Spieler, die man schon verloren hat. Einige Spieler gehen vielleicht auch so, wo man den Vertrag nicht verlängert. Nichtsdestotrotz ist das erstmal die Mannschaft. Ja, Realismus wird hier ganz klein geschrieben. Grundsätzlich werden gefühlt alle Spieler erstmal auf die Verkaufsliste gesetzt und dann wird richtig dick eingekauft. Keiner ist also irgendwo verschont geblieben, was einen möglichen Abgang per Verkauf angeht. Außer Jan-Uwe Thielmann, denn er soll unser Kapitän werden, Eigengewächs vom 1. FC Köln, der jetzt vielleicht auch Dreh- und Angelpunkt in Liga 2 werden könnte, vorausgesetzt er bleibt. Auf der anderen Seite Linden Meiner auch nicht zu unterschätzen, der gerade hier im Karrieremodus oftmals richtig durch die Decke schießt. Vielleicht bleiben wir auch noch weiter mit Erik Martel, wir müssen einfach mal schauen, aber grundsätzlich soll einiges passieren. Und deshalb heißt es mal, ja, bis auf wenige Ausnahmen, alle Spiele auf die Verkaufsliste setzen, dann ordentlich verkaufen, und alle Neuzugänge gibt es, genauso wie alle Verkäufe, gleich für euch direkt im Überblick. Das Sommertransferfenster 1.0 in dieser STG ist erfolgreich abgeschlossen. Und mit erfolgreich meine ich zum einen alle Verkäufe. Angefangen bei Benno Schmitz geht es über 10,5 für Florian Kainz, Adamian, Dietz, Chabot, Tigges, Hübers, Hussein Basic, Köbbing, Lemperle, Jubicic. Wir haben Schwebe hergegeben, genauso Marc Uth, Soldo. Dann haben wir noch Urbik verliehen. Wir haben dann weiter Kilian. Wir haben Pizarro, einer aus der Jugend, auch verliehen zu den Portland Timbers. Und wir haben eben hier noch Justin Deal, zuletzt jetzt an den SV Werder Bremen verkauft. Ihr merkt also auch, wir hatten natürlich dann einiges an Geld, und das haben wir reinvestiert, bis auf wenige Ausnahmen gefühlt in die komplette Startelf. Martin van de Voort kam für 9,6 Millionen, Connor Bradley 9,5, Hato 7 Millionen, Kerkitz 12,1, Medina kam für 13, Hugo Larsson oder Hugo Larsson vielmehr für 7,9, Erling Junior für nichts, weil wir Linden Meiner dagegen gegeben haben. Ich meine, gut, ja, jetzt sind es 2 Ratingpunkte Unterschied, Meiner hat sich schon verbessert, Erling Junior noch nicht, aber eben 5 Jahre Unterschied. Zu unseren Gunsten jetzt mit dem Engländer, und er hat eben ein 87er Potenzial, wo Meiner maximal, glaube ich, bei einer 80 liegt. Dann haben wir Desiré Doué für 10,5 als neuen Zehner geplant und eben noch vorne Evan Ferguson für 8 Millionen und Davy Selke im Tausch, und damit eine spektakuläre Sommertransferphase, die jetzt lediglich aus unserer Anfangsstartelf einen Erik Martel übrig lässt und genauso eben Jan-Uwe Thielmann. Also, die Mannschaft kann sich sehen lassen, wir sind auch nahezu perfekt reingestartet, sind jetzt dann hier gleich also dabei gegen Schalke. Preußen Münster wartet im DFB-Pokal zweite Runde. In der ersten Runde haben wir jetzt Wien Wiesbaden geschlagen, bedeutet für euch im Überblick hier, zum Auftakt gab es ein Unentschieden gegen die Kogge, gegen Hansa 1-1, dann schlagen wir Fürth, wir gewinnen den Pokal gegen Wiesbaden, schlagen Darmstadt, ja, dann auch Nürnberg, und es gibt ein 1-1 gegen Osnabrück. Nicht jeder Spieler ist zufrieden, und genau deshalb, ja, wirkt sich das leider auch negativ auf das Manager-Rating aus. Wir mussten Obus bereits hergeben, der nicht ganz zufrieden war. Nikisch hatte, das ist unser dritter Torhüter, eine Freigabesumme, die wurde auch gezogen, und auch Finkgräfe ist nicht zufrieden. Dafür aber ist diese Truppe absolut erstligareif. Ja, wir machen unglaubliche Sprünge nach vorne, 80 bei Kerkitz, 80 bei Martel, auch bei Bradley. Wir haben dann hier einen Thielmann kurz davor, und ich würde sagen, Erling Junior, genauso Ferguson, plus natürlich auch Medina ebenfalls. Wir haben Doué auf eine 81, also das ist schon wirklich crazy. Die schwächsten Spieler in Anführungszeichen sind einmal Hugo Larsson und eben Jorel Hato, die beide aber auch, wenn mich nicht alles täuscht, mit einer guten 73 reingestartet sind und dann eben plus 3 oder gar plus 4, das kann sich wirklich sehen lassen. Wir schauen jetzt noch ganz kurz auf die Abschlusstabelle. Da steht der 1. FC Köln, ja, auf dem ersten Platz mit 80 Punkten. Haben wir 10 Vorsprung auf den FC Schalke 04, die wiederum dann noch
noch 11 auf den KSC, ließ sich knapp also vorm HSV für die Relegation dann durchsetzen. Die wurde auch bereits gespielt und der KSC verliert hier im Derby gegen den VfB Stuttgart mit 3:2 und das, obwohl sie das Hinspiel noch für sich entscheiden konnten mit einem 2:1. Die andere Relegation war Arminia Bielefeld gegen Braunschweig, wo Bielefeld nicht aufsteigt, weil sich die Braunschweiger Löwen also durchsetzen. Im DFB-Pokal gewinnen die Bayern gegen Hoffenheim, wir ja noch Wiesbaden geschlagen, dann auch gewonnen, so viel schon mal vorweg, gegen Preußen Münster und dann denkbar knapp gegen RB Leipzig, einen der wohl Mitfavoriten auf den möglichen Titel, die dann in Dortmund verloren haben. Das kann mal passieren. Dortmund unterliegt dann bei Hoffenheim, ja, also Bayern gegen Holstein Kiel knapp gewonnen und somit dann hier also der deutsche Rekordmeister, vielleicht zum Doublesieger. Wir holen aber die Meisterschale in Liga 2, blicken natürlich gespannt auch schon in Richtung Europa. Das hier, die Champions League, ist das ganz große Ziel für uns, bevor wir jetzt ins zweite Jahr und auch ein Jahr näher Richtung internationale Plätze und vor allem zurück zur Erstklassigkeit springen. Schauen wir doch auf die Statistik, 10:0 bei Martin van de Voort. Wir haben 9 Vorlagen bei Doué, das ist der Bestwert, und 17 Tore bei Evan Ferguson und 11 bei Doué. Auch das ist richtig stark. Genauso haben wir hier gerade auch gesehen, ist Urbik plus 3, aktuell noch verliehen an Union Berlin. Der kommt dann zurück und wird unsere Nummer 2, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr in die Kaderbreite, in die Tiefe investieren, was häufig nicht der Fall ist. 45 Millionen stehen zu Buche auf unserem Konto und wie gesagt, nur 2 Schwachstellen, wenn man das überhaupt noch als Schwachstellen betiteln kann, mit Joran Hartow und Larsson. Wir wissen, Hartow hat, glaube ich, ein 88er Potenzial, auf den könnte man weiter setzen. Eigentlich kann man auf alle weiter setzen und ihr seid ja auch Fans davon, wenn man jetzt nicht jedes Jahr den kompletten Mega-Umbruch hier durchführt. Nikisch wird gleich durch Urbik ersetzt, der logischerweise von der Leihe aus Berlin zurückkommt. Nikisch wechselt jetzt dann auch gleich und dann hätten wir noch immer Domi Heinz, wir haben Finkwefe, Olesen, Christensen. Also das sind ja schon auch recht junge und ganz gute Spieler mit dabei. Pizarro jetzt auch anstelle von Horn. Ja, also wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren. Mir fällt es aber extrem schwer. Wen ersetze ich? Medina, Larsson und oder Hartow? Kein Plan. Wir müssen echt mal gucken, dass wir dann wieder richtig geile Deals aushandeln. Neuzugang Nummer 1, Papi Matasar für 35 Millionen von den Spurs. Vom Rivalen, von Leverkusen, in Anführungszeichen Rivalen, kommt jetzt also Piero Hincapié. Der ecuadorianische Innenverteidiger kostet uns insgesamt 24 Millionen und eben Joran Hartow im Tausch. Aber klar, da liegen einige Jahre dazwischen. Ich habe aber extra aufs Potenzial geschaut. Bei Hartow nur noch zeigt großes Potenzial und von daher nicht mehr als das jetzt eben hier bei Hincapié und genauso auch dann zuvor bei Saar, der ein 85er Potenzial hat. Hat man bei Medina gar kein Potenzial mehr gesehen. Also einer, der vielleicht noch auf eine 2,83 gegangen wäre, das schafft Saar auf jeden Fall, wäre bei Medina fragwürdig gewesen. Medina hat den Verein verlassen für 26 Millionen. Dafür neu mehr gezahlt für Saar. Wie gesagt, der ist ein Jahr jünger, besseres Potenzial und eben jetzt schon bereits 2 Ratingpunkte mehr als eben hier der Argentinier. Und dann hier Joran Hartow plus 24 für Piero Hincapié. Das sind unsere Neuzugänge. Wir sind in der Bundesliga angekommen und was im letzten Jahr in der zweiten Liga ja perfekt, nahezu perfekt funktioniert hat, ist der erste Platz. Das wird jetzt in der Bundesliga nicht funktionieren, aber ich hoffe, wir haben einfach nichts mit dem Abstieg zu tun, dann wäre ich komplett fein nach dem Wiederaufstieg im nächsten Jahr, dann vielleicht schon Blick Richtung Europa, wenn es da dann nicht die Champions League wird im darauffolgenden Jahr und dann sind wir zwangsläufig mit der Entwicklung, mit Geld, Transfers, Saison für Saison, automatisch auch schon ein ganz heißer Kandidat auf einen möglichen Champions League Sieg. Ich wollte eigentlich zum Saisonende simulieren, ja, ich habe jetzt den 1. Januar mal ganz kurz mit reingepackt, weil ich glaube, wenn wir die Ergebnisse hier sehen, dass wir ganz oben mit dabei sind. Ich meine, gut, der Monat täuscht vielleicht so ein bisschen, aber davor, es war wirklich absolut crazy. Wir haben Bayern, Dortmund und Leipzig alleine in der Hinrunde geschlagen. Wir stehen auf Platz 4. Okay, das sieht richtig gut aus. Wir haben 32 Punkte. Wir sind ein Punkt von Union, die auf Platz 1 stehen, entfernt. Dahinter Dortmund mit 32, genauso Bayern und auch wir. Dementsprechend eng ist es natürlich hinten raus auch noch mit Hoffenheim, Leipzig, Stuttgart und dann eigentlich auch schon so ein Stück weit ein Puffer. Also vielleicht haben wir Europa auch schon mehr oder weniger sicher. Ich meine, sicher kann man sich zu keinem Zeitpunkt fühlen, gerade weil auch noch direkte Duelle warten. Leipzig wieder mal hier, allerdings eine Runde später, diesmal im Viertelfinale im Vorjahr ja in Runde 3. Da haben wir aber hier Hansa Rostock bezwungen und dann als Bundesligist ja die erste Runde übersprungen, sodass wir in der zweiten waren und dort gab es ein 3:1 über RWE. Also, es sieht bis dato richtig gut aus, könnte sich aber natürlich auch wieder ganz schnell ändern. Ja, wir springen jetzt mal nach vorne gegen Freiburg und dann simulieren wir direkt als Ende der Saison, um dann zu schauen, ob es vielleicht direkt nach dem Wiederaufstieg auch schon auf europäische Bühne geht. Die Simulation läuft und wir verlieren deutlich gegen den BVB. Warum ich aber lachen muss, das seht ihr gleich. Denn zum einen habe ich jetzt hier bis zum 31. simuliert. Ich habe das rechtzeitig noch unterbrochen. Es kommt zum Rhein-Derby im DFB-Pokal. Also, wir haben dann hier im Viertelfinale Leipzig bezwungen. Dann im Halbfinale hier Frankfurt. Parallel Leverkusen gegen Gladbach. Spektakulär 3:3 und dann die Fohlen-Elf mit dem 5:4 im Elfmeterschießen. Natürlich will ich hier gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen. In der Bundesliga stehen wir einfach auf Platz 2. Jetzt stellt euch mal vor, am vorletzten Spieltag verlieren wir nicht 3:0 gegen Dortmund, sondern gewinnen. Dann wäre man sogar punktgleich. Dann muss man 3 bei uns draufrechnen und
3 bei Borussia Dortmund abziehen. Die hätten dann zwar noch immer mit Abstand die bessere Tordifferenz, aber wir wären einfach punktgleich und dann Vizemeister. Das sind wir aber auch so und lieber mit 6 Punkten Differenz als mit gleich vielen Punkten nur aufgrund der Tordifferenz nicht deutscher Meister zu werden. Wir spielen nächstes Jahr also in der Champions League und könnten jetzt nach der Meisterschale aus Liga 2 auch im direkten darauffolgenden Jahr neben der Vizemeisterschaft auch noch den DFB-Pokal gewinnen. Und da gehen wir jetzt einfach direkt mal in die Schnellsimulation ins Olympiastadion. Wir sehen unsere Mannschaft im Hintergrund. Ja, das ist schon wirklich absolut crazy. Das ist eine so gute Mannschaft, die wahrscheinlich individuell auch besser ist als die Fohlen 11. Allerdings ist das Ergebnis leider nicht so, denn Gladbach ist viel effizienter, hat 2 Chancen und 2 Tore. Ferguson noch mit der Führung für uns. Martin verschießt den Elfmeter. 3 Minuten später trifft er dann zum Ausgleich und Milenkovic, ehemals Fiorentina, in Minute 88 mit dem Lucky Punch, also für das Team aus Mönchengladbach. Naja, das Derby also hier verloren. In der Liga haben wir dafür einmal unentschieden gespielt, wenn mich nicht alles täuscht im Hinspiel, und das Rückspiel dann auch zu unseren Gunsten entscheiden können. Wir gehen noch kurz auf die Teamzentrale. Eine Torvorlage bei 11:0 bei Van de Voort. Hier hat auch Urbeck seinen einen Einsatz. Damit ist er aber nicht zufrieden. Die meisten Vorlagen liefert Hugo Larsson mit 10 und die meisten Tore Evan Ferguson mit 20. Aus 45 Millionen nach dem Wiederaufstieg machen 83 nach der Vizemeisterschaft. Und ganz ehrlich, wir werden nur Hugo Larsson ersetzen, denn er ist der mit Abstand in Anführungszeichen Schwächste. Auf Ferguson will ich aber weiter setzen, Thielmann sowieso. Und von daher, Larsson wird dann wahrscheinlich verkauft oder dagegen gegeben und dann holen wir da noch eine richtige Granate. Und dann kann sich die Truppe natürlich weiter unverändert absolut sehen lassen, denn die ist schon echt richtig stark. Okay, bei den Angeboten konnte ich nicht Nein sagen. Hugo Larsson wechselt zu den Bayern für 91,3. Den wollten wir ja aber auch verkaufen. Ja, dann die Spurs. 92,4 für Evan Ferguson. Auch da konnte ich nicht Nein sagen. Was also bedeutet, die 2 schwächsten Spieler in Anführungszeichen haben den Verein verlassen, bringen jetzt mit dem Anfang Startkapital 251 Millionen hier auf den Tacho und eben nur 2 Baustellen. Was bedeutet ein Achter und ein Stürmer? Und da werden wir zu 100% fündig und dann wäre danach, oh, Martin van de Voort auch nur in Anführungszeichen mit 82, aber das ist bei seinen Werten trotzdem richtig stark. Alexander Isak kennt die Bundesliga aus seiner nicht so erfolgreichen Zeit beim BVB, die bei uns ja im letzten Jahr Meister geworden sind. Jetzt trifft er dann also unter anderem auf den ehemaligen Arbeitgeber, den hier amtierenden deutschen Meister bei uns in dieser Karriere. Alexander Isak wechselt für 120 Millionen von Newcastle United jetzt zum ersten FC Köln und damit haben wir jetzt noch so gute 125, 130 Millionen für einen weiteren Achter. Und da werden wir hoffentlich auch ganz schnell fündig. Der Junge, der jetzt zur Transferverhandlung kommt, beziehungsweise mehr zur Gehaltsverhandlung, denn die Transferverhandlungen sind bereits abgeschlossen. 110 Millionen Übereinkunft mit den Gunners, das ist Kai Havertz, der jetzt dann wechseln soll. Ja, er ist kein Achter, er ist aber Zehner und damit könnten wir aus 4-5-1 typische Tannenbaumsystem umstellen mit nur einem Achter. Eben 2 Zehner, linker, rechter Flügel nur ein bisschen tiefer gezogen, plus dann Alexander Isak vorne drin. Der Deal geht jetzt dann also erfolgreich über die Bühne und damit schließen wir auch schon Sommertransferphase 3.0 ab. Warten uns für die Champions League. Wir sind noch kein Mitaspirant auf den möglichen Titel, aber was nicht ist, kann noch werden. Spätestens denke ich dann im nächsten Jahr. Das Vorbereitungsturnier war erfolgreich. Die Roma geschlagen, unentschieden gegen Napoli und gegen Sevilla zuletzt auch gewonnen. Ich habe jetzt auch schon bereits den Jugendscout wieder rausgeschickt, habe da noch einen weiteren mit dazugeholt. Einmal hier André Pfeiffer, einmal Eden Nies. Einmal geht es hier, lasst mich nichts Falsches sagen, ich glaube nach Brasilien genau und einmal nach Frankreich. Da holen wir auch immer wieder ein paar Mann, um den Kader eben in der Breite so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Und ansonsten sind wir ja fertig. Es ist nichts weiter Nennenswertes passiert. Wir haben ja hier die Spieler verkauft. Ihr habt ja am Anfang gesehen, 2 Neuzugänge geholt. Und jetzt ist der nächste Step zu schauen, wer in der Champions League, in der erstmaligen Champions League Teilnahme in unserer Amtszeit auf den ersten FC Köln trifft. Wartet. Wie auch immer. Wir treffen auf Betis Sevilla. Weiter geht's dann hier. Erstmal Hannover im Pokal. Dann wartet noch der SSC Neapel oder wie es im Karrieremodus mittlerweile heißt, Napoli FC. Bloß die Celtic Rangers. Die Celtic Glasgow, die Celtic, hä? Wie komme ich denn auf die Celtic Rangers? Ihr wisst, was ich meine. Also Napoli, Real und Celtic, also Real Betis, das ist eine absolut machbare Gruppe. Da ist das Achtelfinale jetzt einfach auch fest im Visier und ist von mir ausgesprochenes Ziel. Das ist unsere Gruppenphase. Wir sind mit einer Niederlage gegen Real Betis reingestartet. Es gab ein Unentschieden bei Napoli. Dann schlagen wir Celtic 1-0 im Hinspiel, 4-2 im Rückspiel. Nochmal ein 1-1 gegen Napoli und ein 2-1 bei Real Betis, die tatsächlich am letzten Spieltag hätten auch noch auf Platz 1 springen können mit einem Sieg gegen uns. Und dann wären wir wahrscheinlich auch nur Dritter. Je nachdem, was dann die Tordifferenz eben hergegeben hätte und vor allem der direkte Vergleich gegen Celtic, der aber zu uns
unseren Gunsten dann eigentlich gewesen wäre. Also Celtic aber mit uns weiter, Napoli völlig überraschend Vierter, Betis auf 3 und Celtic also mit uns weiter. Wir treffen auf Marseille, das ist absolut machbar, wie ich finde. Und parallel Celtic gegen Liverpool, ja gut, okay, da ist es vielleicht dann doch eher eine Sache zugunsten der Reds. Im DFB-Pokal-Halbfinale stehen wir, treffen auf Mainz. Zuvor haben wir in Leverkusen gewonnen, wir haben gewonnen in Augsburg 4-3 und wir haben gewonnen 2-1 in Hannover. Und in der Bundesliga führen wir eindrucksvoll die Tabelle an. Das ist perfekt, beste Offensive mit Abstand, genauso beste Defensive mit Abstand. Wir haben 8 Zähler Vorsprung auf Hoffenheim, nur eine einzige Saisonniederlage bis hierhin. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn wir so weitermachen, dann ist das Triple vielleicht drin, dafür müsste man aber die Champions League gewinnen. Aber wieso eigentlich nicht? Denn bis auf wenige Ausnahmen haben wir knapp die 85 im Kollektiv. Spieler wie Martel, wie Bradley und vor allem auch vorne Isak, Lucien Capier und Havertz sind da deutlich drüber. Also im Kollektiv haben wir wahrscheinlich schon eine 85 plus, wenn man jetzt das Durchschnittsrating ausrechnet, aber eben halt noch nicht auf jeder Position. Unentschieden im Orange Velodrom. Vitinha mit der Führung, Alexander Isak 6 Minuten später dann mit dem Ausgleich. Wir waren statistisch betrachtet leicht überlegen, können das aber auf der Anzeigetafel nicht genug rüberbringen. Unentschieden ist nichtsdestotrotz richtig gut. Im Rhein-Energie-Stadion wollen wir natürlich jetzt das Viertelfinalticket buchen. Also wenn wir Marseille nicht schlagen, dann haben wir es auch einfach nicht verdient. Fakt ist aber natürlich auch, dass man das Team hier mit Olympique Marseille aus Frankreich keinesfalls unterschätzen darf, denn auch die sind nicht zu Unrecht in der Runde der letzten 16. Ich bin mal wieder aus Versehen ins Spiel rein. Wir simulieren jetzt zum Ende. Ihr wisst ja dann, wie es immer läuft. Mit 70-30 wenig Chancen. Wir hatten dann 2, nutzen die in der Verlängerung. Pizarro, Isak, wenn wir jetzt rausgeflogen wären, dann wäre es auch so gewesen, halb so wild. Aber so gewinnen wir mit 3-1 in der Gesamtwertung gegen Marseille. Die Spurs also jetzt als nächster Gegner von uns und hier ist es sehr ausgeglichen, wobei hier das Team aus London leichte Vorteile hat. Alex Garcia, der neue Leverkusener jetzt dann in Real Life, also in der Realität, trifft zum 1-0, ehemals Girona. Isak Ausgleich, En-Nesyri verschießt vom Elfmeterpunkt, trifft aber wenige Minuten danach trotzdem und dann Kai Havertz 2 Minuten danach gegen eines seiner ehemaligen Rivalenclubs, denn entweder bei Chelsea oder bei Arsenal war zugleich natürlich die Spurs auch immer als London Derby angesetzt. Hier ist es ein 2-2. Zu Hause bleiben wir ungeschlagen, wie schon so häufig allgemein in dieser Saison. Aber jetzt im Tottenham Hotspur Stadium müssen wir es natürlich trotzdem richten, weil ganz ehrlich, Tottenham ist zwar gut, aber ich sehe uns da Minimum auf Augenhöhe, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Und dann könnte man es schaffen mit dem nötigen Losglück nach OM, jetzt mit den Spurs, um dann in die Top 4 Teams der Champions League einzuziehen. Jan-Uwe Thielmann, Siegtorschütze in London im Tottenham Hotspur Stadium. Es ist die 59. Spielminute. Und ja, was die Schüsse, Chancen und Ballbesitz angeht, vielleicht auch ein gerechtfertigter Sieg mit 1-0. Der absolute Wahnsinn. Wir gewinnen also bei den Spurs und stehen jetzt wirklich unter den 4 besten Teams in Europa, was natürlich bedeutet, gleichzusetzen ist mit einem Champions League Halbfinale. Welche Teams da jetzt noch stehen und wer vor allem unser Gegner ist, das sehen wir jetzt direkt. Inter gegen Juve. Ich hätte mich wahrscheinlich schon eher, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, für ein Team hier der Italiener entschieden. Im direkten italienischen Duell heißt es auf der anderen Seite Barca gegen Köln, Spanien gegen Deutschland. Aber nochmal, wir stehen im DFB-Pokalfinale, treffen auf Frankfurt. Wir sind in der Bundesliga nicht mehr einzuholen. Also wahrscheinlich schon noch. Rein rechnerisch ist da noch was drin, aber das lassen wir uns mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht mehr nehmen. Ein Doublesieg ist drin. Nicht nur das, ein Trippelsieg ist genauso drin, wenn wir die Champions League gewinnen. Und wer national so souverän abliefert, wieder mal im Finale steht und vor allem auch Bayern, Dortmund, Leipzig, ja, Leverkusen gar keine Chance lässt, der hat in der Champions League auch Mitspracherecht. Und das beweisen wir hier eindrucksvoll. Auswärts liegt es uns. Kai Havertz, auch wenn wir hier nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren, sind wir die, die als einziges Team treffen. Es ist Kai Havertz, Minute 66, ein knappes 1-0 im Camp Nou. Barca bleibt ohne Tor, Van de Voort hält die Null. Auch das natürlich wichtig. Wir hatten gerade keinen gesperrten und auch keinen verletzten Spieler. Es kam keine gelbe Karte mit dazu. Also sind wir zumindest mal da abgesichert. Wenn sich jetzt keiner verletzt, werden wir in Bestbesetzung fürs Rückspiel des Champions League Halbfinals. Und wir haben eine gute Ausgangslage im Rhein-Energie-Stadion mit der roten Wand, die hinter einem steht. Sollte das Finalticket machbar sein? Natürlich ist es machbar, aber es ist noch nicht mal die halbe Miete bis hierhin. Gehen wir nicht direkt zum Endergebnis, sondern einfach hier in die Schnellsimulation im Rhein-Energie-Stadion. Nach einem 1-0 im Hinspiel gibt es ein 2-1 im Rückspiel. Es ist Rafinha in der 4. Minute und damit egalisiert er nicht mal nach 5 Minuten das Hinspielergebnis. Dann aber Kai Havertz, der jetzt die gelbe Karte sieht, genauso auch Schmidt. Aber ich denke, für beide normal nicht so wichtig. Der FC Barcelona hätte ein weiteres Tor gebraucht, um eben wieder das Ergebnis zu egalisieren. Die haben dann, denke ich, auch ein bisschen aufgemacht, Risiko natürlich auch nicht gescheut und dann kam eben Saar, 78. zum Siegtreffer. Unentschieden hätte auch gereicht, aber den Sieg nimmt man natürlich auch super gerne mit
Und somit stehen wir jetzt im Champions-League-Finale. Juve hat das Hinspiel 1:0 gewonnen gegen die Nerazzurri aus Mailand. Und dementsprechend, ja, kommt es da jetzt drauf an, wer den nächsten Schritt geht. Wir haben es so abgeliefert. 5:1 auf Schalke, das Derby gegen Gladbach gewonnen. Und jetzt springen wir also dann hier nach vorne noch kurz in die MHP-Arena beim VfB Stuttgart. Dann also auch noch in die Pre-Zero-Arena. Es gibt hier einmal ein 2:2 beim VfB. Ein 3:1 bei der TSG. Und jetzt wartet Frankfurt im Pokal, die Bundesliga, die Meisterschaft. Tüten wir ein mit 11 Zählern vor auf den deutschen Rekordmeister aus München. Wir haben die beste Offensive, die mit Abstand beste Defensive. Wir waren einfach die Macht am Rhein, die Macht in Deutschland. Und das hoffentlich jetzt dann auch gleich mit dem Double, ehe wir dann das Spiel selber spielen und das Triple gegen Juve perfekt machen wollen. Wir schauen auf deren Werdegang. 3:2 gegen Porto, dann haben sie gewonnen 4:2 gegen Liverpool und jetzt 2:0 gegen Inter. Also die stehen, wie aber auch wir, völlig zu Recht im Champions-League-Finale. Bevor wir jetzt gleich in die ganzen Spiele gehen, noch kurz die Statistik. 16 Mal die 0 bei Martin van de Voort, 12 vor bei Desiré Doué und 43 Tore. Alexander Isak plus 8 Torvorlagen macht 51 direkte Scorer in 50 Spielen und nach ihm kommt Kai Havertz mit 16 und dann Jan-Uwe Thielmann mit 11. Also das sind Unterschiede, die kaum größer sein könnten. Zusammengerechnet sind wir hier bei 27. Wir springen dann hier auf insgesamt 35. Wir springen hier also bei den vier anderen besten Torjäger zusammen auf 43 Tore. Das haben hier bei uns vier Spieler zusammen erzielt, die logischerweise die vier besten nach Alexander Isak sind in der Torjägerliste. Unglaublich, ja. Da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Gehen wir also rein ins Olympiastadion und hoffentlich jetzt zu unserem zweiten Titelgewinn. Let's go! Wir haben also das bittere Aus letztes Jahr im Finale gegen Gladbach damit offiziell besiedelt. Ex-Kölner Schiri sieht früh die gelbe Karte, dann aber Havertz, die auch gefühlt alleine uns jetzt das Finalticket gesichert haben zuletzt. Also, so muss es dann auch mal sein. Es ist völlig souverän. Wir haben defensiv kaum was anbrennen lassen und selbst die Dinge, die eben aufs Tor kamen, haben wir dann abgewehrt. Van de Voort bleibt also wieder mal ohne Gegentor und schraubt jetzt in 51 Einsätzen auf 17 Spiele zu 0, was statistisch betrachtet natürlich hier jedes dritte Spiel ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir springen jetzt nach vorne, schauen ganz kurz nach der Trainerauszeichnung, die wir jetzt erhalten haben, aufs Stadion. Gespielt wird im Civitas Metropolitano, Heimspielstätte von Atletico Madrid. Wir treffen auf folgende Mannschaft: Wojciech Szczęsny, Gambiasso, Scalvini, Bremer, Laporte und Ware. Wir haben De Bruyne, Locatelli und Rovella und vorne Moiskin und Dusan Vlahovic. Eine Mannschaft, die nicht so krass geändert ist, die jetzt auch auf uns in Bestbesetzung trifft. Ich freue mich riesig. Let's go! Anstoß also in Madrid und wir haben richtig Bock, ganz in Rot gegen Juventus, ich wollte schon sagen gegen Liverpool, aber gegen Juve von rechts nach links, die natürlich hier mit leichten goldenen Akzenten und vor allem ansonsten schwarz und weiß und wir wollen Gas geben und ich habe richtig Bock. Wir kommen mein erstes Mal, Ball nach vorne, Conor Bradley, der die Kugel hier aber direkt mal verliert. Wir müssen uns eingrooven und wollen dann in der Offensive ein Feuerwerk abliefern, was wir unter anderem in der Liga ganz häufig gezeigt haben mit der besten Offensive und wir stellen den besten Stürmer mit Alexander Isak, der vielleicht jetzt sein erstes Mal in Aktion ist. Alexander Isak, was der Junge drauf hat, beweist er zumindest mal noch nicht, aber das wird hoffentlich noch. Es gibt Elfmeter. 11. Spielminute. Kerkitz kommt zu spät. Sieht zu Recht die gelbe Karte. Leider, denn der Abschuss von Vlahovic war schon. Van de Voort pariert das Ding richtig gut. Nicht Van de Voort, sondern Van de Voort. Und hier kommen wir dann eben zu spät. Wir wollten es irgendwie noch regeln, weil ich dachte, der Ball geht so oder so rein. Dem wäre nicht so gewesen. Dusan Vlahovic gegen Van de Voort. Und der hat die linke Ecke. Vlahovic die andere. Und damit führt Juventus Turin früh mit 1:0. Saar macht es dann mal hier ganz alleine. Vom Anstoß weg und kommt zum Abschluss. Da fehlt nicht viel. Aber jetzt auch erste Annäherung von uns in Minute 14. Wir brauchen, denke ich, solche Aktionen. Gerade auch jetzt Juve. Da spielt das 1:0 natürlich komplett in die Karten mit einer Fünferkette. Die müssen erstmal gar nicht rausrücken. Die haben wahrscheinlich genau gedacht, hey, das ist unser Plan. Wir wollen hier früh in Führung gehen. Jetzt aber Kai Havertz für Isak, der noch mit der Flanke, der Ball aber nur ans Außennetz. Kai Havertz spielt die Kugel raus für Bradley, der bringt die Kugel auch wieder. Da ist noch Jan-Uwe Thielmann, Isak auch noch zur Stelle. Der Ball kommt nochmal nach vorne. Es ist gefährlich. Und fast ein Eigentor. Was für ein Gemurmel da vorne drin. Der Ball jetzt wieder bei Thielmann. Kai Havertz mit dabei. Aber dann ist die Kugel wieder von Juventus geklärt. Man merkt förmlich, wie sie jetzt einfach nur noch in die Defensive reinstehen. Wie sie kaum noch was nach vorne machen. Und wenn dann eben genau nach solchen Kontern hier. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch ihr Erfolgsrezept sein. Bisher ein Tor erzielt. Und sie müssen ja auch gar nicht mehr machen. Hinkapi hier gegen Vlahovic. Und dann gibt es sogar Abstoß. Also wir müssen aufpassen. Klar, in der Offensive könnten wir präsent sein. Aber die Fünferkette von Juve, die ist bekannt für starkes Defensivspiel und es wird alles andere als leicht, da durchzukommen. Aber Alexander Isak lässt sich auch immer mal wieder fallen, ist jetzt hier im 16er, hat zwar keinen, den er anspielen kann und deshalb ist auch Endstation im 5-Meter-Raum der Gäste oder dem auswärts, heimgenannten Team vielmehr.
Ja, es ist ein bisschen bitter. Jan-Uwe Thielmann, wir haben wieder die Möglichkeit, wir müssen es einfach mal probieren, auch mal aus der Distanz. Aber wieder ist da ein italienisches Füßchen dazwischen. Isak jetzt für Havertz, die letzte Chance in Halbzeit 1, der direkt für Thielmann, der legt zurück und da ist Isak, der probiert's. Szczęsny aber da, das war seit langem mal wieder die nennenswerteste Chance für uns. Illing Junior, jetzt der ehemalige Turiner, bringt die Flanke. Kai Havertz kommt aber nicht ran und ich denke, der Schiedsrichter wird jetzt dann auch gleich abpfeifen. Oder nicht, Hinkapje bekommt nochmal die Chance, abgefälscht und dann geklärt. 1-0 Pausenführung für Juve. Jetzt Alexander Isak und vielleicht mal im Tempo vorbei an Bremer. Alexander Isak gegen Szczęsny und dann bleibt der Schwede cool. 52. Minute, sein nächster Treffer. Ich glaube Treffer Nummer 44. Jetzt hier im 52. Spiel bei parallel noch 8 weiteren Vorlagen. Außer es wären natürlich noch weitere zuvor dazugekommen, wo wir gar nicht irgendwie mitwirken konnten. Aber das ist wirklich brutal. Er setzt sich endlich mal im Laufduell durch. Dann sind wir am Start und dann ist es ein Traum. Und dann ist es das 1-1 und damit sind wir zurück im Spiel. Wieder aber auf Vlahovic und Hinkapje, volles Risiko. Natürlich hätten wir auch hier wieder Dusan Vlahovic umgrätschen können, wollten wir aber nicht. Deshalb war es recht unklar, ob die Grätsche so funktioniert, wie man sie sich vorstellt. Kerkez tankt sich jetzt hier mal durch und wieder ist auch vorne Isak mit dabei. Der kommt aber erstmal für Illing Junior. Der läuft dann hier vorbei und dann holt er den Elfer raus. Und wie? Aymeric Laporte sieht auch noch rot. Das ist die Animation für den Platzverweis. Was macht denn jetzt der Schiedsrichter? Also das weiß ich nicht, ob man hier eine rote Karte geben muss. Schauen wir doch mal drauf, was für ein Solo. Also das macht er ja Weltklasse. Elfmeter, rot und dann vielleicht auch noch Tor. Jan-Uwe Thielmann wäre ja die Dreifachbestrafung. Die so ja eigentlich nicht mehr gibt. Der Ball schlägt rechts oben ein. Wir sind in Führung, jetzt auch in Überzahl und drehen das Spiel nach, ja, innerhalb kürzester Zeit. Ich sag mal nach 8 bis 10 Minuten jetzt komplett auf unsere Seite und haben jetzt eben halt auch noch den Vorteil, dass wir in Überzahl agieren. Schöner, langer Ball für Kai Havertz. Thielmann ist wieder mit dabei und er hat jetzt die Option. Legt aber nochmal rüber für Isak und dann war es nicht gut gespielt. Ich muss es wahrscheinlich direkt am Anfang schon selbst probieren. Thielmann geht, Schmidt kommt jetzt dafür rein. Auch das Jugendspieler, die mittlerweile den 74, 75 rum haben. Das ist echt stark. Flanke, Havertz ist auch wieder da. Hier kommt jetzt Saar, oben ist Doué. Der läuft perfekt in die Lücke. Die Flanke kommt nicht gut. Aber trotzdem bleiben wir jetzt dann auch weiter vorne mit dabei. Havertz geht, Christensen kommt dafür auch noch. Und dann sind es jetzt noch 10 Minuten, wo Juve eben auch Risiko gehen muss. Und wir vielleicht auch ins Umschaltspiel kommen und dann mit dem 3-1 auch gegebenenfalls den Deckel drauf machen. Juve probiert es nochmal. Über Ballbesitz, über Schüsse, über Van de Voort als Endstation. 90. Spielminute. Szczęsny mit draußen. Pizarro läuft jetzt oben mal, gerade frisch eingewechselt für Illing Junior in Position. Denn wenn der den Ball bekommt, was noch nicht der Fall ist, was aber gleich passieren kann, dann gibt es vielleicht den großen Konter und die Chance aufs 3-1. Wir haben aber jetzt nicht mehr viel Zeit. Szczęsny ist auch schon wieder drin. Und fast hätten wir diese Großchance durch nochmal den Konter für Juve umgemünzt. Gott sei Dank nicht. Wir drehen dieses Spiel. Es ist unterm Strich verdient, aber Juve wirklich Chapeau, Hut ab, die trotz Unterzahl echt lange dagegen gehalten haben. Aber jetzt kommt der Henkelpott zum ersten FC Köln. Hier ist er also. Zum einen Erik Martel und vor ihm der Henkelpott. Natürlich mit den Farben Rot und Weiß. Rudolwis, der erste FC Köln, ist also Champions-League-Sieger. Und nicht nur das, wir sind Trippelsieger mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal und jetzt auch noch der Champions League. Und somit am Ende angekommen an dieser Sprint to Glory, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt im Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Das war's soweit von mir. Wir sehen uns am Wochenende wieder. Wahrscheinlich, ja. Ich hab Bock. Lasst Liebe da. Ja? Alles, was dazu gehört. Daumen, Kommentar, Abo, volles Programm. Und dann bis Samstag oder Sonntag oder beides. Macht's gut, haut rein und ciao.